Guten Abend, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des ZAZ, Zentrum Altertumswissenschaften. Es freut mich sehr, hier heute Abend Sie in diesem besonderen Setting, eben einer Zoom-Sitzung, wiederum begrüßen zu können. Wir sind glücklich, dass wir die Ringvorlesung trotz Corona eben in dieser Form wenigstens weiter durchführen können. Mein Name ist Christoph Riedig. Ich habe das Vergnügen, zusammen mit Viktor Walser das ZAZ-Zentrum Altertumswissenschaften zu leiten. Im Übrigen, als wir eben vor etwa einem Jahr an die Konzeption dieser Ringvorlesung Demokratie, Demagogie und Populismus in der Antike und heute gegangen sind, war es für mich klar, dass wir unbedingt auch Marc Schöne gewinnen mussten. Und ich bin zweimal bei ihm vorbeigekommen, wir haben geplaudert über die Situation. Denn ich meine, er ist mir schon lange aufgefallen als ein Querdenker, der durchaus eben sehr viele kritische Einwürfe, gerade auch im Zusammenhang mit den Veränderungen der letzten, ja, wie sollen wir sagen, mindestens 15 Jahre immer wieder gemacht hat. Er hat sich ganz prononciert geäußert im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2008. Ich bin ihm erstmals ganz bewusst begegnet im Zusammenhang mit der Initiative der Jungsozialisten 1:12, wo er einer der wenigen Wirtschafts- und Finanzprofessoren war, der das unterstützt hat, nicht ohne das Anliegen auch zu modifizieren und zu sagen, also 1:20 wäre vernünftiger. Im Übrigen genau diese Art der Diskussion der Reichtumsverteilung hat ja durchaus antike Vorläufer. Platon und Aristoteles haben sich auch intensiv damit auseinandergesetzt. Wir hören von den Pythagoreern, dass sie dafür waren, dass die Gegensätze zwischen den Ärmsten und Reichsten nicht zu groß sein dürften, weil das sonst ein enormes Spalt- und Sprengpotenzial für die Gesellschaft hat. Also das ist mir sehr aufgefallen. Marc Schöne hat sich auch wieder ganz prononciert, kritisch und eben auch provokativ, innovativ geäußert im Zusammenhang mit der Eurokrise, den Schulden Griechenlands auch und dort eine Forderung nach einem Schuldenschnitt geäußert. Er ist jetzt einer der prominenten Führer einer neuen eidgenössischen Initiative, die im Moment leicht eingefroren ist durch Corona, aber sicher auch jetzt dann bald wieder voll starten wird, nämlich dass man eigentlich die Mehrzahl der Steuern abschaffen würde und stattdessen eine Mikrosteuer auf elektronische Finanztransaktionen einführt, mit denen das alles verändert werden könnte. Er hat ein sehr illustres Kollegium auch vereint mit Dick Marty unter anderem und Oswald Sieg und vielen anderen auch. Er kritisiert im Übrigen auch seine eigene Wissenschaft regelmäßig. Da ist vor kurzem gerade dieser Artikel in The Market NZZ erschienen. Es ist Zeit, die Finanztheorie komplett zu überdenken, wo er eigentlich seiner eigenen Disziplin den Vorwurf macht, wenn man so will, zu stark bei bestimmten Theorien einfach stehen zu bleiben und den tatsächlichen Gegebenheiten zu wenig Rechnung zu tragen. Und dazu gehören eben auch solche Krisen, die mit einer Regelmäßigkeit wiederkehren. Und er verlangt, dass diese Finanzkrisen eigentlich zu obligatorischen Veranstaltungen auch werden sollten. Ich nehme an, dazu wirst du uns nachher vielleicht auch das eine oder andere noch sagen. Aber das allein zeigt schon, warum eben eine solche Stimme für uns im Rahmen dieser Ringvorlesung extrem wichtig ist, weil es hier ja auch eben darum geht, was ist unsere Demokratie, welche sind die verschiedenen Voraussetzungen und was gefährdet auch Demokratie. Und genau, dass ein bestimmtes Verhalten im Finanzbereich zu solchen populistischen Aufschwüngen führt, das ist seit der Antike zu beobachten, dass immer wieder auch Probleme mit der Mittelschicht eine Rolle spielen. Wenn die Mittelschicht sehr stark ist, haben solche politische Institutionen eine stärkere Kompaktheit und so weiter. Also so viel mehr einleitend und jetzt doch vielleicht ganz kurz auch noch zwei, drei Hinweise zu seinem Curriculum, das mir ausgesprochen interessant erscheint. Er kommt von der Mathematik her. Er hat an der Université Diderot-Paris-VII Mathematik studiert, zunächst das Diplom d'études universitaires, es folgte die Licence und die Maîtrise und anschließend hat er forschungsorientierte postgraduale Abschlüsse in angewandter Mathematik und in Ökonometrie gemacht, die Diplom d'études approfondies. 1986 erwarb er außerdem ein Diplom in Ökonomie und da kommt bereits der Schweizbezug dazu an der Université de Genève
Und 1989 wurde er dort auch mit Auszeichnung in Finanzwirtschaft promoviert und hat für seine Dissertation, die gedruckte, dann auch den Latsis-Preis bekommen. Habilitiert hat er sich 1994 an der Sorbonne, das ist diese Habilitation à diriger des recherches. So viel zur Ausbildung und dann als nächstes eben zu seinem Curriculum jetzt auch institutioneller Art und Weise. Hat zunächst als Full Professor an der HEC, also École des Hautes Études Commerciales de Paris, unterrichtet, wo er gleichzeitig von 1993 bis 2003 auch die Head of the Department of Finance and Economics war. Davor bereits war er Associate Dean dieses Doctoral Programms der École des Hautes Études Commerciales de Paris. Seit 2003 unterrichtet er an unserer Alma Mater hier in Zürich, und zwar als Professor für Banking und Finance. Er ist gleichzeitig seit 2015 auch Institutsvorsteher, hat im Übrigen einen universitären Forschungsschwerpunkt von 2006 angeleitet, Finance and Financial Markets. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde und was sozusagen deine Aktivitäten auch mit denen des DATS berührt, du hast in diesem Jahr dieses neue Kompetenzzentrum für nachhaltige Finanzwissenschaft lanciert, Competence Center for Sustainable Finance, und auch höchst renommiert eröffnet im Januar 2020 mit einer großen Konferenz des international ja höchst bekannten Nobelpreisträgers, im Sinne eben wie Nobelpreis bei Ökonomie zu verstehen ist, Josef Stiglitz. Genau diese Art von interdisziplinärer Arbeit ist das, was wir eigentlich auch mit dem ZATS anstreben, dass man dort die Kräfte auch bündelt und auch eigentlich frische Perspektiven sowohl auf die Antike wie auch auf die Gegenwart zu gewinnen versucht. Und von daher hat mich das ganz besonders beeindruckt, als ich das gelesen habe, dass dieses neue Zentrum jetzt entstanden ist. Professor Marc Schöne hat an verschiedenen weiteren Universitäten unterrichtet, unter anderem jahrelang auch an der USI, an der Universität della Svizzera Italiana in Köln, in Melbourne, in Madrid, am Collegium Helveticum in Basel und auch wiederum in Melbourne und regelmäßig natürlich auch an der Universität Genf. Wenn wir zum Abschluss dieser Einleitung auch noch kurz auf seine Publikation einen Blick werfen, so fällt mir eben als Laie hier auch sofort diese Sensibilität für Fragen der Sustainability, für andere Aspekte eben der Finanzwissenschaften auf, die man nicht sofort damit verbindet. Dazu gehören auch eben jetzt jüngste Artikel zur Frage End of Life, Decommissioning and Recycling of Solar Panels in the United States, Real Option Analysis. Optionen spielen offensichtlich eben natürlich auch für einen Mathematiker klar von Beginn weg eine wichtige Rolle in deinen Forschungstätigkeiten, und daneben aber auch eben Investment Choices for Quinoa Farmers in Puno, Peru, oder Mitigating Global Warming, a Real Options Approach, Market Uncertainty and Risk Transfer, Toxic Sustainable Companies, a Critique on the Shortcomings of Current Corporate Sustainability Ratings and the Definition of Financial Toxicity. Das ist ja natürlich ein Big Issue in der heutigen Diskussion, weil eben jede Art von Stiftung auch heute unbedingt nachhaltig anlegen will. Und die Frage, was als nachhaltig zu bezeichnen ist, natürlich auch äußerst umstritten ist. Und so könnte das weitergehen, also zum Beispiel auch ein Artikel schon 2011, The Impact of Terrorism on Financial Markets, an Empirical Study. Dann auch, was ich beeindruckend fand, schon 2003, etwas, was jetzt in Italien, gerade auch mit der Corona-Krise, wieder sehr stark diskutiert wird, der Umgang mit den illegalen Immigranten, die ja für uns alle diese Pomodori Pelati produzieren und alles Mögliche. Und hier haben wir schon 2003 auch einen Artikel, Illegal Migrants, Tourism and Welfare, a Trade Theoretic Approach. Wenn wir kurz auch noch einen Blick auf die Bücher werfen, so ist sicher eben eines dieser Bücher, das auch für den Vortrag heute Abend eine wichtige Rolle spielen dürfte, dieses Buch über de la Grande Guerre à la crise permanente, La montée en puissance de l'aristocratie financière et l'échec de la démocratie.
das 2014 auf Deutsch erschienen ist, 2015 auf Französisch und 2018 jetzt auch auf Englisch. Und daneben sind andere Buchpublikationen zu erwähnen, wie 2015 Environmental Finance and Investments. Außerdem Buchbeiträge, zum Beispiel 2016 der Widerspruch zwischen Neoliberalismus und liberaler Demokratie, am Beispiel des Finanzmarktes, für uns natürlich ganz besonders aktuell. Und was sicher auch für viele klar ist, weil man das eben als gewöhnlicher Medienkonsument auch wahrnehmen kann, Herr Professor Marc Schöne schreibt regelmäßig in den Medien und auch am Fernsehen, tritt er auch vor kurzem wieder Radio et Television der Westschweiz, aber auch in der NZZ und so weiter. Also insofern ist es toll, finde ich, eben zu sehen, und so bin ich das erste Mal auf Marc Schöne auch aufmerksam geworden, wie hier eben Universität kein Elfenbeinturm ist, sondern diese Recherchen, die Forschungen direkte Auswirkungen für die Gesellschaft haben und eben weit über die Disziplin hinein auch Aufmerksamkeit finden. Von daher sind wir ausgesprochen glücklich, dass wir heute Abend dich hier bei uns haben dürfen mit einem Vortrag zu Verrat der Eliten, der Aufstieg der Finanzoligarchie und das Versagen der Demokratie. Ich übergebe dir sehr gerne das Wort und danke dir ganz herzlich für die Mitwirkung. Vielen Dank für deine vollständige Einführung und für deine Einladung. Ich freue mich, hier heute Abend meine Ideen zu präsentieren. Ich muss sagen, dass ich nicht im Namen des Instituts für Banking and Finance spreche, spreche in meinem Namen und nehme dafür die Verantwortung. So, jetzt werde ich versuchen, Entschuldigung, meinen Schirm zu teilen. Es funktioniert? Ja. Wunderbar, danke. Voilà, so, das ist das Programm für heute Abend. Ich habe genug Folien bis 9 Uhr heute Abend. Ich glaube, es sollte in Ordnung sein. Ich werde beginnen mit dem Buch Der Verrat der Intellektuellen von Julien Banda. Ich glaube, es ist eine gute Einführung. Und danach verschiedene Fragen und Punkten zum Stand der Demokratie. Ist unsere Gesellschaft vom Liberalismus geprägt? Gemäß vielen Journalisten und Politiker, ja, ist das der Fall. Was ist Liberalismus? Entspricht der aktuelle Stand der Ökonomie dem Liberalismus und der Marktwirtschaft? Und danach ein paar Maßnahmen in der Schlussfolgerung. Der Verrat der Intellektuellen wurde in Paris publiziert in 1927. Ich benutze ja die deutsche Fassung meines Buches, die letzte Fassung, so in hier unten. Auch ein Beitrag für die Schweizerische Akademie des Geistes- und Sozialwissenschaft. Alles erscheint unten hier, Entschuldigung. Und ein alter Artikel in der NZZ von 2013. Es ist nicht so einfach, in der NZZ zu publizieren, aber es gibt. Trotzdem, es hat von Zeit zu Zeit funktioniert. Voilà, so Einführung der Verrat der Intellektuellen. Nochmal in 1927 hat Julien Banda in Paris ein Buch über dieses Thema gesprochen. Er hat in diesem Buch analysierte, wie die intellektuellen Eliten ihren Auftrag verrieten, indem sie im Namen des Pragmatismus, das war schon der Fall heute, fremdenfeindliche nationalistische Haltungen einnahmen, statt den Geist der Aufklärung zu propagieren. Ja, so heute, wo sind die Werte des Geistes? Wenn man Trump oder Bolsonaro hört, die Populisten, man fragt sich auch, wo der Geist ist. So, was ist der Stand der Dinge heute? Es gibt auch eine Art Verrat der Eliten. Es ist nicht wie in den 20. und 30. Jahren des 20. Jahrhunderts. Es ist heute ein bisschen anders. Heute, was prägnant ist, ist die Macht des Neoliberalismus. Und hier auch gibt es ein Verrat der Eliten. Eine große Mehrheit, nicht alle,
aber eine große Mehrheit ist implizit oder explizit dafür und unterstützt diese Machtübernahme des Liberalismus, des Neoliberalismus weltweit. Es handelt sich leider um eine moralische Bankrott, die schlimmer ist als der Bankrott eines Landes oder eines Unternehmens. Anstelle von Sparen, Vertrauen und Verantwortung, wie es der Fall war in unserer Ökonomie seit langem, haben wir Verschuldung, Zynismus und Sozialisierung der Verluste. Und das ist diese Bankrott des Geistes. Man kann inklusive von Korrumpierung der Eliten sprechen. Und als Beispiel möchte ich Francis Fukuyama hier erwähnen. Nach dem Fall der Berliner Mauer, er hat von Ende der Geschichte gesprochen. Eine Zeit, in der nicht nur die liberalen, sogenannte liberalen Prinzipien, sondern auch die entsprechenden demokratischen Ordnung ein weltweites Gleichgewicht und Frieden ermöglichen sollten. Nun, die Geschichte hat gezeigt, mit der Finanzkrise in 2008 und mit der heutigen Coronavirus-Krise, dass der verfrühte Urteil von Francis Fukuyama nicht korrekt war. Aber unter dem Vorwand des Realismus hat sich diese Fukuyama-Sichtweise unter der sogenannten Eliten durchgesetzt. Aber wo gibt es Gleichgewichtszustand heute? Man muss nur ein bisschen die Zeitung lesen und sich informieren, um zu verstehen, dass unsere Gesellschaft heute ist mit mit einer Casino-Finanzwirtschaft konfrontiert, mit Verarmung, mit Prekarisierung der Bevölkerung, weltweit, ich meine. Und leider eine eher virtuelle als reale Demokratie. Es gibt verschiedene Länder, es ist klar, verschiedene Niveaus. Die Lage in der Schweiz ist viel besser als in anderen Ländern. Trotzdem, man fragt sich, was der Stand der Demokratie ist. Und ich werde Beispiele geben. Das System der Hochschulausbildung ist auch mitverantwortlich. Wenn man Zeit nimmt, wenn man Zeit nimmt, um die Vorlesungsverzeichnisse zu lesen, in Ökonomie, im Finanzwesen, ich meine weltweit, man fragt sich oft, ob es eine Finanzkrise gab in 2007, 2008. Wir sind mit einer großen Trägheit auf Seiten der Professorenschaft in Ökonomie und Finanz konfrontiert. Meistens wird in diesen Programmen die Finanzkrise einfach nicht erwähnt oder nur gestreift. In den meisten Programmen sind die Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit einfach nicht behandelt. Das heißt, man schließt die Augen. Bis zum nächsten Mal. Man fragt sich, ob die Wirtschaftswissenschaften und das Finanzwesen noch eine Sozialwissenschaft sind. Sie sollten eine Sozialwissenschaft sein. Die Chicago-Schule übt ein Monopol aus. Das heißt, in der Ökonomie, in der Theorie, in der Ökonomie, man spricht oft vom Wettbewerb. Wir brauchen Wettbewerb zum Thema Denkschulen. Das ist nicht der Fall heute. Und die Wirtschaft, sogenannte Wirtschafts-Nobelpreise beherrschen oft die Debatten. Ich sage sogenannten Wirtschafts-Nobelpreise, wie schon erwähnt, es gibt offiziell keine Nobelpreise in Ökonomie. Herr Nobel wollte nie einen Preis in seinen Namen in Ökonomie geben. So es ist wie hier geschrieben, der Preis der schwedischen Reichsbank in Wirtschaftswissenschaft zur Erinnerung an Alfred Nobel. Es ist klug gemacht, weil es kommt immer im September, selben Zeit als für die anderen. So die Journalisten sprechen von Wirtschafts-Nobelpreisen. So, was ist der Stand der Demokratie? Und hier möchte ich eine Verbindung mit Ökonomie machen, mit Liberalismus. Und um Friedrich Hayek zu erwähnen, für ihn war die Idee zentral,
dass die Marktwirtschaft und der Liberalismus mit der modernen Demokratie in enger Verbindung stehen. Dann, was ich heute Abend machen werde, ist, dass sobald ich von Demokratie spreche, werde ich das Liberalismus, sogenannte Liberalismus betrachten, analysieren und zeigen, dass Neoliberalismus widerspricht der Logik des Liberalismus und auch, dass die Demokratie nicht wirklich gut funktioniert heute. Nicht wirklich gut funktioniert, ich möchte das illustrieren mit einem Beispiel hier. Es ist problematisch zu bemerken, dass heute in vielen Ländern weltweit, unabhängig davon, ob man links oder rechts abstimmt, gibt es oft nur eine Finanzpolitik, die Finanzpolitik der Finanzmärkte. So, es gibt Unterschiede zwischen rechts und links, aber sobald wir von Finanzpolitik sprechen, gibt es eine Einigkeit. Ich komme nicht ein. Ich bin am Vorlesen. Es gab Lärm. So, es scheint, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Nicht, es ist falsch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn es eine wirkliche Demokratie gibt, dann muss man verschiedene Finanzpolitiken diskutieren und analysieren. Und das ist nicht der Fall heute. Hier Beispiele mit Angela Merkel, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez. Links oder rechts, man sieht nur eine Finanzpolitik. Hier könnte ich General de Gaulle erwähnen. Er hat in 1962 gesagt, Frankreichs Politik macht sich nicht auf der Parkett der Börse. Es ist leider fertig. Jetzt gibt es kein physisches Parkett. Es ist alles elektronisch. Aber die Börse, die elektronische Handel, die Märkte, die Finanzmärkte üben ein Monopol, herrschen weltweit. Das Problem zu illustrieren, gemäß Fortune Magazine hat die Wall Street 2 Milliarden Dollar bezahlt, um die Wahlen der USA vom 2019 zu beeinflussen. Aber es war gut diversifiziert. Das heißt, sie haben eine, wie hier geschrieben, 55% gegeben an Donald Trump und 45% an Hillary Clinton. Und so, entweder Trump oder Clinton, es sollte keinen großen Unterschied machen für Wall Street hier. Und es gibt eine Reihenfolge von Beispielen. Auch so Großbanken haben viel geholfen. Wells Fargo, Citibank, Goldman Sachs, 10 Millionen je Institution. Hedgefonds, auch Renaissance Technology, 53 Millionen. Hedgefonds gehören zum sogenannten Schattenbanksektor. Sie sind sie haben eine große Macht. UBS auch ist betroffen. UBS hat Republikaner wie Demokraten auch finanziert. Hier ist die Quelle in der NZZ. Ist unsere Gesellschaft von Liberalismus geprägt? Nochmals, anscheinend, gemäß vielen Journalisten, sollte der Fall sein. Nun stellt sich die Frage, inwiefern widerspricht der Dominanz des Finanzsektors, weil der Finanzsektor hat die Macht genommen heute. Das ist etwas Neues in der Geschichte. Seit 20, 30 Jahren. Inwiefern diese Dominanz widerspricht der Logik des Liberalismus? Und das ist ein wichtiges Thema heute Abend. Das Wort neoliberal ist seit 1937 im Umlauf. Es gab eine Konferenz in Paris in 1937. Organisiert vom Liberalen Jean-Paul Aron, Paris, Friedrich Hayek, Mises. Und das Thema der Konferenz war, was können die Liberalen, die in 37 machen? Die Lage war kompliziert. Es gab Despoten in Deutschland, Diktaturen in Deutschland, Italien, Spanien, Russland. Was können die Liberalen bringen in diesem Zusammenhang? Und sie haben ein Wort entwickelt, Neoliberalismus. Und das Ziel war wichtig und korrekt. Nun, sie sind in der Minderheit geblieben, weil die Politik war, die wirtschaftliche Politik war bis den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahren, eine keynesianische Politik.
Und es hat funktioniert ziemlich gut. Ich muss sagen, die Politik von Keynes mit eine wichtige Rolle für den Staat. Es gab insbesondere in den 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat gut funktioniert. In Europa, in Vereinigten Staaten, es gab weniger Arbeitslosigkeit, Inflation war korrekt, nicht zu hoch. Und plötzlich, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, es hat nicht mehr funktioniert. Es gab Arbeitslosigkeit mehr, Inflation, Ungleichgewicht, Ölkrise und so weiter. Und gewisse Politiker haben eine andere Lösung gesucht. Gewisse Politiker wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Und die Neoliberalen waren parat. Sie waren organisiert. Noch heute mit der, zum Beispiel in der Schweiz, mit der Montpellerin-Gesellschaft in der Nähe von Lausanne. Sie hatten Bücher geschrieben. Sie waren parat, eine neue Politik zu entwickeln. Und es hat begonnen mit Deregulierung und Privatisierung. Eine neue Welle, 80er Jahre. Paradoxerweise, es lohnt sich zu bemerken, dass diese sogenannte Deregulierung ist Hand mit Hand gegangen mit neuen Regeln. Und die wichtigste heute ist, dass der Steuerzahler sollte die sogenannte systemische Institutionen retten. Das ist eine neue Regel, die gerade widerspricht der Logik des Liberalismus. Es gibt ein einfaches Prinzip im Liberalismus, sehr einfach. Diejenigen, die Risiken eingegangen sind, sollen diese Risiken tragen. Und das ist nicht mehr heute, diese Bedingung ist nicht mehr erfüllt mit der Logik des Neoliberalismus. So mein Punkt ist, dass die Logik des Neoliberalismus widerspricht dem Liberalismus. So heute scheint die unsichtbare Hand von Adam Smith zunehmend unwirksam. Das heißt, der Versuch, seine eigenen Interessen zu befriedigen, widerspricht dem Gemeinwohl. Ein Beispiel hier, ein aktuelles Beispiel, ist, was passiert mit der Coronavirus-Pandemie. Heute, es gibt Schwestern, es gibt Ärzte in der Schweiz, weltweit, die sich opfern, um Leute zu retten. Am selben Zeit gibt es Hedgefonds, die wetten auf die Bankrott vom Unternehmen und Landen. Und sie machen damit viel Geld. Das heißt, diese unsichtbare Hand von Adam Smith nicht funktioniert. Funktioniert nicht mehr, leider. Die Finanzmärkte sind immer weniger in der Lage, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Die darin besteht, was? Das ist das Ziel, eine optimale Kapital- und Risikoallokation zu ermöglichen. Nein, es funktioniert nicht mehr. Das Kapital wird zu oft von unproduktiven, casinoartigen Finanzaktivitäten aufgesäuert. Statt die Realökonomie und Gesellschaft zu dominieren, sollte der Finanzsektor diese dienen. Wir brauchen ein starkes Finanzsektor, um die Herausforderung der Zeit zu beherrschen, um Lösungen hier zu bringen. Das heißt zum Beispiel globale Erwärmung. Wir brauchen dringende Investitionen, um CO2-Emissionen zu begrenzen, um kleiner zu machen. Zum Thema Coronavirus. Wir brauchen riesige Investitionen, um den Verlust an der Biodiversität zu begrenzen, kleiner zu machen und so weiter. Nun stellt sich die Frage, was ist Liberalismus? So hier, ich habe ein paar berühmten Autoren hier genommen, wie von Mises in seinem Buch Liberalismus. Der Liberalismus ist eine Lehre, die ganz und gar auf das Verhalten der Menschen in dieser Welt gerichtet ist. Er hat in letzter Linie nichts anderes im Auge als die Forderung der Außen der materiellen Vollfahrt der Menschen. Gut, der Liberalismus hat immer das Wohl des Ganzen, nie das irgendwelche Sondergruppen im Auge gehabt. 27, auch wie Julien Banda. Die antiliberale Politik ist Kapitalaufzehrungspolitik. Sie empfiehlt, die Gegenwart auf Kosten der Zukunft reichlicher zu versorgen. Ich sollte auch Friedrich Hayek erwähnen, in seinem Buch Der Weg zur Knechtschaft,
1944 zum Thema Staatseingriffen. Was hat er geschrieben? Der Staat sollte sich auf die Setzung von Normen beschränken, die sich auf allgemeine typische Situationen beziehen, und sollte den Individuen Freiheit in allem lassen, was von den räumlichen und zeitlichen Umständen abhängt, weil nur die jeweils in Frage kommenden Individuen volle Kenntnis dieser Umstände haben und ihnen ihre Akte anpassen können. Ich sollte wieder Adam Smith erwähnen mit der unsichtbaren Hand in der Vollstand der Nation, der Vollstand der Nationen. Und in der Stadt, man muss anerkennen, dass Liberalismus gut funktioniert hat. Die Frage ist, wann? Man könnte sagen, zwischen dem Ende der Napoleonischen Kriege und zum Beginn der Ersten Weltkrieg. Und insbesondere von, sagen wir, 1870 bis 1914. In 1914 haben zwei Länder, die im Prinzip Liberalen waren, Deutschland und Frankreich, einen riesigen Krieg gemacht. Und das war meiner Meinung nach das Ende des Liberalismus. Nun die wichtige Frage, die lautet jetzt, entspricht der aktuelle Stand der Ökonomie dem Liberalismus und der Marktwirtschaft? Und hier werde ich diese Zitate von Mises, von Friedrich Hayek und Adam Smith nehmen, um kurz zu checken, was der Stand der Dinge heute ist. Um zu checken, ob der Liberalismus immer hat immer das Wohl des Ganzen, nicht das irgendwelcher Sondergruppen im Auge gehabt. Ich glaube, die beste Lösung ist, dass die Einkommensverteilung zu analysieren. Und jetzt sind sie riesig, diese Verteilung ist sehr besonders. Die Einkommensunterschiede, Entschuldigung, sind riesig heute. Ich beginne in den Vereinigten Staaten kurz vor der Krise 2006. Die 20 bestbezahlten CEOs, die im Aktienindex S&P 500 geführten Unternehmen, haben im Durchschnitt 36 Millionen Dollar erhalten pro Jahr. Die 20 bestbezahlten. Das heißt, circa 1000 Mal mehr als das Durchschnittseinkommen in diesem Land. Wir haben vor einer halben Stunde zum Thema 1 zu 12 oder 1 zu 20 gesprochen. Danke, Christoph. Man kann nicht mehr diskutieren, 1 zu 12, 1 zu 20. Aber eine Sache ist klar. 1 zu 1000 Mal ist Unsinn. Entschuldigung. Zur Information, nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Politik von Keynes war dieses Durchschnitt war dieses Verhältnis ca. 50 zu 1. Danach 1000 zu 1. Das ist Neoliberalismus im Vergleich mit Keynes. Nun, was interessant ist, ist jetzt sich auf Hedgefonds zu fokussieren. Sie sind sehr diskret. Fakt ist, dass die CEOs vom Hedgefonds noch mehr erhalten als die CEOs vom Standard & Poor's 500. Und das Verhältnis ist, wie hier geschrieben ist, 22.000 Mal mehr als das Durchschnittseinkommen. Das heißt, es gibt zwei Diskrepanzen zwischen Finanz und Ökonomie, das heißt zwischen Hedgefonds und S&P 500. Und das Verhältnis ist 18, sehen Sie hier. Das heißt, die CEOs von diesem Hedgefonds kriegen circa 18 Mal mehr als die CEOs vom S&P 500. Aber S&P 500, das ist nicht kleine Unternehmen, es ist schon riesige Unternehmen. Zweite Diskrepanz zwischen Ökonomie und Gesellschaft, zwischen S&P 500 und Durchschnitt arbeitenden Vereinigten Staaten. Es gibt zwei Diskrepanzen. Und diese zwei Diskrepanzen sind wichtig, um zu verstehen, dass die Finanzoligarchie die Macht genommen hat auf die Ökonomie. Jetzt nicht 20, aber nur ein CEO in 2006 von Renaissance Technology, ein CEO von einem Hedgefonds, hat 1,5 Milliarden erhalten. Ich spreche nicht von
Entschuldigung, ich spreche vom Einkommen. Nur vom Einkommen, was er kriegt pro Jahr. Es entspricht 38.000 Mal mehr als das durchschnittliche Einkommen in der USA. Und 21 Mal mehr als der bestbezahlte CEO vom Standard & Poor's 500. Der bestbezahlte CEO hat nur $71 Millionen gekriegt im Vergleich mit 1,5 Milliarden. So, hier nochmal, ich spreche nicht vom Vermögen, nur Einkommen. Ein Jahr danach, ein John Paulson, CEO von seinem Hedgefonds, hat 3,7 Milliarden gekriegt. Es ist eine Bulimie. Es ist ein Unsinn. Das heißt, es ersprach 75.000-fache des mittleren Einkommens in den Vereinigten Staaten. Nach der Krise 2013, die 20 Spitzenverdiener haben im Durchschnitt 1,1 Milliarden erhalten. Das heißt, 25.000 Mal mehr als das Durchschnitt Einkommen. Und 33 Mal mehr als der Durchschnitt der 20 bestbezahlten CEO des S&P-Unternehmens. Nach der Finanzkrise, das ist einfach unglaublich. Die Großbanken und gewisse Hedgefonds wurden gerettet mit öffentlichem Geld in 2007, 2008. Und trotzdem, die Partie geht weiter. Hier brauchen wir mutige Politiker weltweit, die sagen, nein, es ist fertig. Großbanken wurden gerettet, aber jetzt wollen wir mit anderen Regeln arbeiten. Es ist ausgeschlossen, dass gewisse Hedge-CEO davon profitieren oder Management davon profitieren. George Soros, er hat 4 Milliarden gekriegt 2013 und so weiter und so weiter. So im Vergleich, das war 52 Mal mehr als der bestbezahlte CEO vom S&P 500, Larry Ellison vom Oracle. Ich könnte 2006 erwähnen, zwei CEOs vom Hedgefonds haben $1,5 Milliarden gekriegt und so weiter. Das Ziel des Kapitalismus ist der Konsum. Wie kann man 1,5, 2, 3, 4 Milliarden pro Jahr verbrauchen? Was macht man damit? Was kauft man für seine Kinder für Weihnachten? Zwei Boeing, drei U-Boote? Was bedeutet das? Es ist eine Bulimie, eine Krankheit. Noch problematischer werden solche astronomischen Gewinne, wenn sie einhergehen mit schweren Verlusten. Und das war der Fall mit Richard Fuld, der ehemalige Direktor von Lehman Brothers. Er hat zwischen 2000 und 2007 circa 480 Millionen gekriegt, obwohl seine Strategie hat diese Bank in der Bankrott gebracht. Und er war in der Lage, diese Summe zu behalten. Es gibt einen interessanten Film, Inside Job. Und es gibt ein Interview von ihm. Anstatt rentable Investitionen der Realwirtschaft zu finanzieren, erhält die Finanzwelt Milliarden von Geldflüssen aus der Realwirtschaft. Es ist ein Fass ohne Boden. Gemäß von Mises kann in einer liberalen Gesellschaft nur ein allgemeiner Produktivitätsanstieg bei der Arbeit zu höheren Lohn in einem Sektor führen. Es stimmt, dass es gewisse Löhne gibt und Liberalen erklären das mit Produktivität. Das heißt, diejenigen, die mehr kriegen, sind produktiver. Okay, in Ordnung. Nun, wie kann man erklären, dass Erfurt und der ehemalige Direktor von Lehman Brothers so produktiv war? Sein Unternehmen ist bankrott gegangen. Wie kann man rechtfertigen, dass gewisse Leute tausendmal produktiver sind als andere? 1.000, 2.000, 10.000. Man kann das nicht rechtfertigen. Was war die Produktivität von Richard Fuld? Ich möchte wissen. Vermögen, nur kurz. Die Lage ist vergleichbar. Das heißt, 1% der Bevölkerung besitzt gleich viel wie die übrigen 99%. Das heißt 50% des globalen Reichtums. Sie kennen wahrscheinlich die Statistiken von Oxfam. Sie gehen alle in diese Richtung. Was die Ärmsten dieser Welt betrifft, sind die Zahlen beeindruckend.
70% der Weltbevölkerung überlebt mit weniger als $10 pro Tag und 17% der Weltbevölkerung mit weniger als $1 pro Tag. Zum Thema Einkommenverteilung. Hier habe ich geschrieben, erwartete Einkommenverteilung. Das ist, was man erwarten könnte. Das heißt, es steigt, sehen Sie, hier steigt regelmäßig. Hier sind die Ärmsten vielleicht mit $10,000 oder Franken pro Jahr und hier die Reichen mit 2 Millionen pro Jahr. Erwartete, was beobachten wir? Voilà, aktuelle Einkommensverteilung. Was sehen wir? Nicht, gar nicht. Gibt es einen Fehler? Ja, es gibt einen sozialen Fehler, keinen statistischen Fehler leider. Das heißt, es ist flach. Sehen Sie, flach, flach, flach und danach vertikal. Wenn man 3, 2, 3, 4 Milliarden pro Jahr kriegt, dann fast alle anderen sind unsichtbar. Das heißt, 99,90% der Bevölkerung ist einfach unsichtbar. Die 17%, die weniger als $1 pro Tag kriegen, sind sowieso unsichtbar. In der Schweiz Löhne von zum Beispiel 100.000 Franken pro Jahr unsichtbar. Das hat Auswirkungen auf die Demokratie, weil diejenigen, die auf diese vertikale Achse sind, können Medienunternehmen wie ein Gipfeli kaufen. Ein Medienunternehmen in New York, in den Vereinigten Staaten, kostet vielleicht 500 Millionen. Wenn man 2, 3, 4 Milliarden pro Jahr kriegt, ist alles möglich. Diese Politik der Finanzmärkte widerspricht dem Geist des Liberalismus. Und wenn ich den Satz von Mises schreibe, analysiere, es gibt einen Transfer von der Realwirtschaft zur Finanzsphäre. Das Wohl des Ganzen wird vernachlässigt zugunsten der Interessen einer Sondergruppe der Finanzoligarchie. Es widerspricht der Logik des Liberalismus. Zweiten Satz, die antiliberale Politik ist Kapitalaufzehrungspolitik. Sie empfiehlt, die Gegenwart auf Kosten der Zukunft reichlich sehr zu versorgen. Und hier, ich glaube, die beste Lösung, um dieses Thema zu analysieren, ist die Verschuldung zu messen. Die Verschuldungen sind riesig geworden weltweit. Und ich möchte, um schneller zu gehen, nur vielleicht auf diese grafische Darstellung mich zu fokussieren. Hier. In grün unten sehen Sie das BIP weltweit, so bis circa 86.000 Milliarden Dollar. Orange hier sehen Sie die Schulden weltweit. So zum Thema Verschuldung. Die Schulden entsprechen circa dreimal dem BIP. 300% des BIPs und steigen im Prinzip, sie werden noch schneller steigen mit der Coronavirus-Krise. Man muss verstehen, dass es wird unmöglich sein, alle diese Schulden zurückzubezahlen. Einfach unmöglich. So, die Wirtschaft funktioniert mit einem Paradigma, hier ein Hauptparadigma. Schulden zu machen, in der Hoffnung, Wachstum zu fördern und Wachstum zu fördern, in der Hoffnung, einen Teil der Schulden zu bezahlen. Nun sind wir in einer Sackgasse, es funktioniert nicht. Schulden steigen schneller als der BIP. Die Frage ist, die Lage, Entschuldigung, ist zerbrechlich, ist fragil. Und deswegen gibt es diese rote Linie hier mit all diesen Produkten, Finanzprodukten, Finanzkonstrukte, Derivaten, strukturierte Produkte, die Wetten erlauben. Wetten auf was? Auf die Insolvenz, auf die Bankrotts von Ländern und Unternehmen. Das ist diese Art Finanz-Casino-Wirtschaft. Und das ist nicht nachhaltig. Die aktuelle Politik versorgt demnach die Gegenwart auf Kosten der Zukunft. Wenn es zu viel Schulden gibt, die Politik versorgt gerade die Gegenwart auf Kosten der Zukunft. Das heißt, die nächsten Generationen werden noch mehr Probleme haben. Das ist der Fall. Dieselbe Schlussfolgerung trifft auch für die Umweltfrage zu.
Sie wissen, was der ökologische Fußabdruck ist. Hier ist die Definition auf dieser Seite. Wir benutzen 1,7 Planeten. Soweit ich weiß, haben wir Zugang nur zu einem. Und 1,7 ist nur ein Durchschnitt. In den Vereinigten Staaten 8,4 Planeten, China 3,7, Schweiz 4,9, Japan 4,7. Das sind Schulden auch. Das sind riesige Schulden. Und wir werden bezahlen. Und wir haben schon begonnen zu bezahlen. Wenn es nicht regnet, wenn es weniger Agrikultur gibt, Landwirtschaft, Entschuldigung, und so weiter, wenn es alles trocken wird und so weiter, das ist die Kosten für uns. Staatseingriffen, das ist von Hayek jetzt. Der Staat sollte sich an die Setzung von Normen beschränken, die sich auf allgemeine typische Situationen beziehen und sollte dann Individuenfreiheit in allem lassen. Es gibt Staatsinterventionismus heute, aber nicht wie in der Fall von den 30er Jahren. Hier es handelt sich um too big to fail Institutionen zu retten. Und das widerspricht nochmals dem Geist und der Logik des Liberalismus. Es lohnt sich zu bemerken, das ist wirklich absurd. In gewissen Fällen haben Spitzenmanagement üppige Entschädigungen gekriegt, obwohl sie verantwortlich waren für die Bankrott ihrer Firma, fast Bankrott der Firma. Es war der Fall mit AIG, der Direktor vom AIG, fast bankrott, sobald das Lehman Brothers bankrott war in 2008. Er hat 1 Million Dollar gekriegt pro Monat, um als Berater dieses Unternehmens. Es ist eine Korruption. Die Einkommenunterschiede wachsen immer mehr. Es erzeugt Unstabilität weltweit. Und ich gucke, wie viel Zeit ich noch habe. 7:03 Uhr, ich habe noch 10 Minuten etwas? Oder? Danke. Die unsichtbare Hand von Alan Smith funktioniert nicht. Sie ist unwirksam. Sie ist so unsichtbar, dass sie vielleicht nicht existiert heute. Es hat vorher existiert, aber nicht jetzt nicht mehr. Zur Macht der Investmentbanken und Hedgefonds. Es gab eine Studie schon in 2007 von ein paar Kollegen an der ETH. Diese Studie, soweit ich war nicht aktualisiert. Schon interessant zu bemerken, dass 50 in den 50 einflussreichen Unternehmen weltweit 98% stammen aus dem Finanzsektor. Das heißt, von 50, 49 stammen aus dem Finanzsektor. Unglaublich. Das beleuchtet die Macht dieses Sektors. Heute, was wäre die Lage? Nochmals, ich habe nicht die Information, aber es ist ziemlich klar. Der Finanzsektor ist klar, ist sehr stark. Was neu ist, heute im Vergleich mit 2007, sind die GAFAs. Google, Amazon und so weiter. Und Facebook. So, sie haben auch eine große Macht genommen. Die Frage ist, wer ist Aktionär dieses Unternehmen? Und hier, was finden wir? BlackRock, die Aktoren des Schattenbanksektors. So, der Bankensektor hat noch heute einen großen Kontrolle über die Ökonomie und die Gesellschaft. Börse, so die Eigenschaften des heutigen Finanzsektors widersprechen immer mehr dem Bedarf der Unternehmen. Ja, heute haben wir immer weniger eine optimale Allokation von Kapital und Risiken. Es ist mehr eine Art Finanzcasino-Wirtschaft. Hier, ich zitiere einen Direktor, einen Fonds. Er hat gesagt, heute ist die Börse zu einem gigantischen Casino geworden. Dabei ist die Funktionsweise eines Casinos transparenter und leichter zu verstehen. Es stimmt. Wenn man im Casino geht, wenn man ein bisschen Mathe studiert hat, man kann die Wahrscheinlichkeit berechnen, einen Gewinn oder einen Verlust zu machen. Heute ist es praktisch unmöglich, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass der Kurs zum Beispiel vom UBS zwischen heute oder morgen steigen oder sinken wird. Ein anderes Beispiel ist Hochfrequenzhandel. Vielleicht haben Sie davon gehört. Es handelt sich um Transaktionen innerhalb von Mikro- oder Millisekunden. Und hier habe ich einen Screenshot genommen, nur
um konkret zu sein. Sie sehen hier vielleicht am links, der Computer, es handelt sich um Computer, es geht zu schnell für uns. Sehen Sie buy hier, buy, so der Computer möchte kaufen. Und es geht sehr schnell, hier ist die Zeit. Hier ist der Preis, der Einfluss ist was? Ist der Preis steigt von 111,35 bis 111,38. Sobald dass der Preis hoch genug ist, was macht der Computer? Er storniert alle diese Buy-Order, sehen Sie, Cancel, Cancel, Cancel. Und was macht er? Trade, Sell, er verkauft. Das heißt, Manipulation der Finanzmärkte. Umgekehrt hier. Anscheinend möchte der Computer verkaufen. Man sieht Sell, 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 Sell. Der Preis sinkt von 111,41 bis 111,37. Sobald der Preis klein genug ist, was macht der Computer? Er storniert alle diese verkauft, oder? Und, Entschuldigung, geht zu schnell, und kauft Marktmanipulation. Was lernen die Studierenden? Dass die Märkte, die Finanzmärkte perfekt und effizient sind. Das ist die Lehre der Chicago-Schule heute, die ein Monopol ausübt. Sie sind in der Realität manipuliert und oft manipuliert. Und dieser Screenshot beleuchtet dieses Problem. Es gibt Arbitragemöglichkeiten, man kann profitieren von diesen Bewegungen. Und die moralischen Werte sind einfach abwesend, vom Anfang bis Ende. Ich kann ins Detail gehen, der Währungsmarkt, es ist der größte weltweit mit ca. 5 Millionen Dollar Austausch pro Tag. Eine Woche wäre genug, für das Handelsvolumen, alle Güter und Dienstleistungen weltweit. Eine Woche für das ganze Jahr. Es gibt noch 51 andere Wochen, die und so diese Volumen für die verbleibende 51 Wochen erzeugt Spekulation, Unstabilität, Krach, Finanzkasinowirtschaft und so weiter. Der Bankensektor, es gibt immer mehr Kredite für immer weniger Kredite für Unternehmen im Bilanz der Großbanken. Hier ein paar Informationen. Sie werden meine Daten, meine Folien kriegen. Sie werden Zeit nehmen, wenn Sie interessiert sind, um das zu lesen. Es gibt jetzt von ca. 30.000 Banken weltweit, es gibt 30, die too big to fail sind, die systemisch sind. Und sie haben riesige Bilanzsumme. Und was noch wichtiger und weniger bekannt ist, sind Außerbilanzgeschäfte. Sie sind riesig. Es ist viel diskreter. Journalisten sprechen von Bilanzsumme. Sie gucken nicht, was außer Bilanz ist, was unter dem Tisch ist, was versteckt ist mit all diesen Derivaten, Wetten, strukturierten Produkten. Und hier kurz für Credit Suisse zum Beispiel, diese außer Bilanzgeschäfte entsprechen 36 Mal die Bilanzsumme. 43 Mal dem Schweizer BIP. Wir müssen das wissen, wir sind Steuerzahler in der Schweiz. Wenn etwas schief geht mit dem Credit Suisse, mindestens sollten wir wissen, was die Risiken sind. So, wir müssen mindestens wissen, wie groß die Außerbilanz vom Credit Suisse sind. Sie sind riesig. Und Credit Suisse ist keine Ausnahme. Und die Idee nochmal, dass eine Bank aufgrund ihrer Größe und Dichte vom Steuerzahler gerettet sein sollte, widerspricht der Logik des Liberalismus. Nochmals, es handelt sich um 30 Banken weltweit, zu einem Total von 30.000. Die anderen haben eine andere Logik. Hier ein paar Daten zum Thema Subventionen. Das IWF in Washington hat die Subventionen von Großbanken berechnet. Inwiefern kriegen die Großbanken Subventionen? Weil sie eine Gratis-Garantie vom Steuerzahler, wenn sie davon profitieren, nicht? Und was sind die Subventionen? In 2011, 12 zum Beispiel für die Schweiz, 50 Milliarden Dollar für die Schweiz. 25 pro Jahr für zwei Banken. Wissen Sie, was die Subventionen sind für die Agrarwirtschaft? Circa 7, 8 Milliarden pro Jahr. Das ist viel mehr für das Finanzsektor.
Ratingagenturen auch, sie haben eine große Macht genommen. Wenn man an Liberalismus glaubt, dann brauchen wir keine Ratingagenturen. Der Marktpreis wäre genug. Ich gehe ein bisschen schnell, weil Sie kriegen alle diese Informationen. Es lohnt sich zu wissen, dass diese Ratingagenturen brauchen circa 2 bis 3 Stunden, um eine Bewertung zu machen. Das ist nicht wirklich glaubwürdig. 2-3 Stunden, um was Volkswagen, Total, Griechenland, Deutschland zu bewerten. Es ist nicht nur eine Note, es ist auch ein Bericht, 200, 300 Seiten. Jetzt alle diese Manipulationen. Es gab Libor, ich gehe ein bisschen schnell, Libor. Es gab riesige Manipulationsskandale mit gewissen Großbanken weltweit. Es gab auch viele Skandale. Und die Geldbusse waren kleiner. Die Geldbusse entsprachen 7 Milliarden. Sehen Sie hier 7 Milliarden zu vergleichen mit was diese Großbanken als Gewinne gemacht haben mit dieser Manipulation und Skandalen. Das heißt, die Geldbusse ist kleiner als die Gewinne. Kein gutes Signal. Voilà, hier zum Thema Manipulation vom Zinssatz. Der Zins ist in vielen Ländern negativ. Das beleuchtet eine Dysfunktion der Finanzmärkte. Der Zins ist ein Preis, der Preis des Geldes. Dass ein Preis negativ ist, ist Unsinn. Nehmen wir an, nach meiner Präsentation, schade, wir können nicht im Restaurant gehen, alles ist virtuell. Aber wir gehen in eine Pizzeria, wir essen eine gute Pizza und wir kriegen die Rechnung, der Preis ist negativ. Das heißt, wir haben eine gute Pizza gegessen und wir kriegen 5 Franken zum Beispiel. Schön. Ich komme morgens mit meinen Freunden und mit der Familie, nicht? Es kann ein, zwei Tage dauern als Promotion des Restaurants, aber nicht 2, 3, 4, 5 Jahre. Das ist eine Dysfunktion. Und warum gibt es diese Dysfunktion? Das macht, weil es gibt zu viele Schulden im Lauf. So die Zentralbanken, die Zentralbanken versuchen, das System in Kontrolle zu bringen, aber es funktioniert mehr oder weniger kurzfristig, aber langfristig es ist kontraproduktiv. Wenn der Zins negativ ist, was sind die Anreize, noch mehr Schulden zu machen? Und dann es ist noch unstabiler. Voilà. Ich gehe ein bisschen zur Schlussfolgerung. Es ist Zeit, Richtung Schlussfolgerung zu gehen. Im Zentrum der liberalen Argumentation steht der Markt, der durch den Preisbildungsmechanismus die Wirtschaft effizient organisieren soll. Nun aber ist dieser Mechanismus auf den Finanzmärkten, die zum Nervenzinsen der Wirtschaft geworden sind, defekt, einfach defekt. Die liberale Demokratie, die in enger Verbindung mit der Marktwirtschaft steht, ist weltweit eher virtuell als real. Faktisch ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von der Debatte über die Risiken und Dysfunktionierung der Finanzmärkte ausgeschlossen. Das ist problematisch in einer Demokratie. Wir sollten involviert sein, weil wir Steuerzahler sind, weil wir haften für die Risiken vom anderen, vom Großbanken. Die Finanzoligarchie hüllt sich in die Gewänder des Liberalismus. Sie predigt, aber praktiziert nicht. Praktiziert nicht, warum? Weil sie haft nicht für ihre Risiken. Die Durchsetzung der Interessen der Finanzoligarchie hat den Niedergang der Demokratie, deren grundlegende Prinzipien verrohnt werden, als direkte Konsequenz. Voilà, letzte Folie. Ein paar Maßnahmen, um etwas Positives zu sagen. Es wäre schade, in eine Depression zu gehen am Ende meiner Präsentation. So, es gibt Lösungen, die einfach sind. Zertifizierung von Finanzprodukten. Es gibt einen Zertifizierungsprozess in alle Bereiche, Autoindustrie, Pharmaindustrie. Das ist, was wir brauchen im Finanzbereich. Trendbanksystem. Es gab einen Glass-Steagall-Act. Vom Roosevelt entwickelt, 1933. Es hat gut funktioniert. Investmentbanken vom Depotbanken getrennt. Regulierung vom Hedgefonds, ist klar, vom Schattenbanksektor. Entschädigungen, Bonus-Malus. Es kann nicht der Fall sein, dass
dass Unternehmen, Direktoren, die Verluste gebracht haben, Boni kriegen. Mindesteigenkapital von Banken, Punkt 5, ja. Das Mindesteigenkapital ist viel zu klein heute. 4,55%, wir brauchen 20%. Mikrosteuer, ja, wir haben die Initiative lanciert und ich bin parat, ich würde gerne darüber sprechen in der Diskussion. Es wird bald wieder laufen, ab 1. Juni. Kontrolle vom Risk Controlling, ja, die Risk Controlling nicht gut funktionieren. Regulierung, ja, es muss effizient sein, nicht heute, es ist 600.000 und 1.000 Seiten. Wir brauchen 30, 40 Seiten, wie mit dem Glass-Steagall-Act. Ratingagenturen, sie haben zu viel Macht, ähnlich Lehrer im Finanzwesen. Wir müssen die Lehrer aus der Finanzkrise ziehen, die Lehrer aus der Coronavirus-Krise ziehen und nicht nur zum Thema Preisen sprechen, aber zum Thema Werten sprechen. Voilà. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Marc, für dieses ja wirklich schon ein bisschen bedrückende Panorama, das wir hier gehört haben. Wobei ja auch interessant ist, dass eben viele dieser Dinge gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, diese Glass-Steagall-Act wurde irgendwie so 96 oder so erst aufgehoben, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Und insofern ist erstaunlich, was eben in diesen letzten etwas mehr als 20 Jahren passiert ist und mit entsprechenden großen Verwerfungen zwischendrin. Wir haben jetzt die Gelegenheit zur Diskussion und wie ich das am Anfang angekündigt habe und auch kurz auf dem Chat ja mitgeteilt habe. Ich bitte diejenigen, die eine Frage haben, das kurz auf dem Chat anzumelden und dann kann ich als Moderator Ihnen einfach das Wort geben. Sie können sich selbst dann wieder aktiv schalten im Mikrofon und sich melden. Und natürlich laden wir wie immer ganz besonders herzlich auch die Studierenden ein, sich zu melden mit Fragen, denn für Sie sind ja diese Veranstaltungen ganz besonders auch gedacht. Ich sehe eine Frage von Herrn Sven Meyer. Bitte melden Sie sich. Vielen Dank für den Vortrag. Ich hatte eine Frage eben gerade spezifisch zu Amerika. Eben, Sie haben sehr schön aufgezeigt, dass eigentlich die Wall Street beide Parteien oder auf beide Pferde im Rennen setzt. Und Sie haben sehr wahrscheinlich dann keine großen Unterschiede im Einfluss auf die Wall Street. Würde es mich interessieren, was Sie davon halten, dass vor Jahren schon eigentlich der Supreme Court eine Bestimmung erlassen hat, die sagen, dass ja eigentlich Free Speech das Gleiche ist wie Geld. Also dass man eigentlich die Kampagnenfinanzierung eigentlich völlig problemlos ist und das mit eigentlich Geld gleichgesetzt hat. Dass man Entschuldigung, es ist pragmatisch. Ja, also es gibt eine Regel in Amerika, dass Geld oder eben die Unterstützung von Politiken durch Geld eigentlich der freien Meinungsäußerung gleichzusetzen ist und deshalb eigentlich auch keine Einschränkungen diesbezüglich getroffen werden dürfen. Was meinen Sie, dass es erlaubt und erwünscht, dass Sponsoren Politiker finanzieren? Das ist, was Sie meinen. Genau, eben, dass eigentlich, wenn es eine freie Meinungsäußerung gibt, muss es auch eigentlich keine Regulierungen geben, wer den Politikern Geld gibt. Ja, aber hier handelt es sich, wissen Sie, was bedeutet frei hier? Diejenigen, die 20 Milliarden geben können, sind frei wie diejenigen, die 2 Franken bezahlen können, um einem Kandidat zu helfen. Was bedeutet frei hier? Das heißt, sie haben eine große Macht und sie profitieren davon, um Leute zu beeinflussen. Weil sobald dass man eine so riesige Summe gibt, kann der Kandidat oder die Kandidatin erscheinen in TV-Show und so weiter. So, es widerspricht der Logik der Demokratie hier. Das ist gerade das Problem. Man sollte das kontrollieren. Das war ja, glaube ich, die Idee, die Obama eben hatte. Und er wurde überstimmt vom Supreme Court, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das ist, glaube ich, darauf beziehen Sie sich ja gerade. Ja, es ist schade, es ist das Problem, ja. Ja, ja. Herzlichen Dank. Dann haben wir eine Frage von Susanne Frischknecht. Also die habe ich eigentlich gestellt. Ja, gerne. Und zwar geht es eigentlich darum, dass ein anderer Altertumshistoriker, Walter Scheidel, gezeigt hat,
in seiner ganz weiten Analyse, dass nur ganz selten eine solche Ungleichgewicht in der Eigentumsverteilung, Vermögensverteilung zurückgehen. Und zwar nur dann, wenn sehr große Krisen eigentlich da sind. Und die, ich meine, Sie haben das wunderschön dargestellt, wie extrem eigentlich das, der Markt da nicht spielt. Glauben Sie, dass diese, also erstens teilen Sie die Meinung von Scheidel, dass es wirklich nur bei ganz großen Krisen überhaupt Änderungen geben kann, oder teilen Sie das nicht? Und wenn Sie das, die Meinung auch teilen, glauben Sie, dass wir jetzt mit dieser Corona-Krise eigentlich dort sind, dass man das fast auch als Chance nehmen könnte oder sehen könnte, dass in dieser extremen Entwicklung der Eigentumsverteilung eine Änderung erreicht werden kann mit Ihren Maßnahmen, die Sie ja eigentlich nennen, aber nicht so genau sagen, wie Sie das politisch erreichen möchten? Danke für die Frage. Ja, mit großen Krisen gibt es oft große Änderungen. Die Frage ist, in welche Richtung? Positiv oder negativ? Das ist der Punkt. So nach der Finanzkrise von 2007, 2008 hätten wir erwartet, ich meine die Bevölkerung, andere Regeln. Wie kann es der Fall sein, dass der Steuerzahler Großbanken gerettet hat und danach sie machen Business as usual, es ist noch schlimmer. Hier brauchen wir mutige Politiker, die sagen, okay, sie sind gerettet jetzt, aber jetzt wollen wir CEOs, die vernünftig sind, zum Thema Löhne und so weiter. Andere Regeln, fertig mit too big to fail, systemische Banken. Das war nicht der Fall. Das heißt, sie wurden gerettet und sie haben eine gute, sie haben etwas verstanden. Die Politiker weltweit, oft leider, aber nicht die Lehre aus der Finanzkrise gezogen, aber die Großbanken, ja, sie können weitergehen. Sie können weiter Risiken eingehen und wir Steuerzahler, wir werden die Rechnung bezahlen. Das haben Sie gut verstanden. So leider, der Punkt ist, dass nach der Finanzkrise sind wir in eine falsche Richtung gegangen. Und jetzt mit der Coronavirus-Krise, es gibt immer diese zwei Möglichkeiten, positiv und negativ. Aber was hören wir schon in den Medien um die Wirtschaft schneller im Kraft zu bringen. Wir brauchen keine Regulierung, das ist schade, das ist schlimm, keine Regulierung, keine CO2-Regulierung oder viel weniger. Und die Regulierungen von 2007, 2008 sollten langsam, vielleicht abgeschafft, es ist zu stark, aber langsam kleiner werden. Das ist die falsche Richtung. Wenn wir in diese Richtung gehen, sind die nächsten Katastrophen schon geplant. Die Natur schickt uns Signale. Globale Erwärmung ist ein Signal, dass es zu viel CO2-Emissionen gibt. Jetzt die Coronavirus-Krise schickt uns ein Signal. Es gibt zu viel Verlust an Biodiversität. Die Finanzkrise war auch ein Signal. Nicht von der Natur, aber von der Ökonomie. Die Finanz-Casino-Wirtschaft ist zu weit gegangen. So die Frage ist immer, wollen wir diese Signale verstehen oder nicht verstehen? Herzlichen Dank. Eine weitere Frage kommt von Herrn Marcel Schelbert. Ja, genau. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben viel vom Neoliberalismus gesprochen. Und mich würde interessieren, glauben Sie, dass der Neoliberalismus jetzt von Hayek, ich rede jetzt auch ein bisschen historisch natürlich, von 50, 60, 70 Jahren, wie der damals formuliert wurde, ist er grundsätzlich gescheitert oder wurde er nur falsch angewendet in der heutigen Form? So, ich glaube, dass nochmal, der Liberalismus hat gut funktioniert vor der Ersten Weltkrieg. Es stimmt, es hat gut funktioniert. Niemals in der Geschichte gab es so viele positive Aspekte in der Gesundheit, Produktion, Ausbildung, Bevölkerung weltweit. Nun, es ist etwas Dynamisches, was gut funktioniert in der Zeitperiode. In der Zukunft kann weniger gut funktionieren. Aber es ist dynamisch. Liberalismus hat gut funktioniert.
Jetzt bauen wir andere Paradigmen. Keynesianismus hat gut funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere. Neoliberalismus ist ein Versuch, die liberalen Theorien zu nehmen und zu benutzen. Es funktioniert nicht. Das ist eine Sackgasse. Mhm. Und nochmals, es hat begonnen in Chile mit Pinochet, die Anwendung vom Neoliberalismus. Und jetzt, letztes Jahr und vor zwei Jahren, zeigt, dass es fertig ist, der Kreis ist fertig, es ist zurück in Chile. Es gab Demonstrationen, Manifestationen, es funktioniert nicht. Und das ist auch, was die Finanzkrise gezeigt hat. Neoliberalismus funktioniert nicht. So, die Frage ist, sind wir in der Lage, uns als Gemeinschaft andere Lösungen zu suchen oder nicht? Wir brauchen neue Paradigmen heute und nicht immer mit denselben. Nochmal, ein Paradigm kann gut funktionieren 50 Jahre und dann nicht mehr. Okay, jetzt brauchen wir neue Paradigmen, out of the box denken. Herzlichen Dank. Victor Walser hat eine Frage. Vielen Dank, jetzt auch mit Mikrofon. Sie haben sehr überzeugend, wie ich meine, ein sehr düsteres Bild gezeichnet, ein erschreckendes Bild eigentlich vom Zustand unserer Welt in vielerlei Hinsicht. Jetzt erinnere ich mich aber auch an einen Vortrag, den wir vor einigen Wochen hier hörten von einem Kollegen aus der Politikwissenschaft, Daniel Kübler, dessen Fazit in der Vorlesung war, die Qualität der Demokratie, zumindest im europäischen Raum, ist insgesamt gut und die Qualität der Demokratie ist nicht nur gut, sie ist auch stabil. Also es gibt keine, nach seiner Auffassung, es gibt keine Negativentwicklung, einen klaren Negativtrend, wo man jetzt feststellen würde, es gibt immer weniger Demokratie, das Volk hat weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das ist die Analyse von Seiten der Politikwissenschaft. Sie kommen aus einer anderen Perspektive zu einem, wie ich meine, doch ganz anderen Schluss. Ich glaube nicht, dass man nach Ihrem Vortrag sagen könnte, die Qualität der Demokratie ist gut. Vielmehr fragt man sich, ja, ist hier überhaupt noch irgendwo Demokratie? Wie erklären Sie sich, dass Sie zu einer so grundlegend anderen Einschätzung kommen als der Politikwissenschaftler? Wieso würden Sie sagen, liegt er falsch? Erliegt der Illusionen, dass wir tatsächlich noch in einer funktionierenden Demokratie leben würden? Oder wie schätzen Sie das ein? Danke für diese Frage. Zuerst, ich bestätige, das heißt, ich habe auch gesagt, dass die Lage in der Schweiz besser ist als im Ausland zum Thema Demokratie. Warum? Weil wir eine Direktdemokratie haben. Und wir werden vielleicht zum Thema Mikrosteuer sprechen. Das ist sehr gut. Im Ausland, so ich habe nicht gesagt, dass alles schlimm ist hier. Es geht trotzdem in eine gute, die nicht gut ist. Aber diese Demokratie ist nützlich. Nun, ich habe zum Thema Wirtschaft gesprochen hier, Finanzpolitik. Und das entspricht meinem Bereich und die Finanzpolitik ist, wir sind alle betroffen von Finanzpolitik. So, das hängt ab von der Perspektive. Man kann sagen, es stimmt, ja, es gibt Differenzen zwischen links und rechts. Es stimmt, ich meine weltweit. Es stimmt, es gibt Differenzen, es gab Differenzen zwischen Trump und Obama zum Beispiel. Es stimmt. Nur der Punkt ist, was ist die Finanzpolitik? Und was die Finanzpolitik betrifft, ich habe gezeigt, das heißt, die Lobbys sind am Werk und sie diversifizieren. Das heißt, sie geben fast 50% für diejenigen und fast 50% für die anderen. Und das ist eine gute Strategie für diese Lobbys, nicht für uns. Das heißt, sie erwarten mehr oder weniger dieselben Projekte. Und die Kandidaten, die andere Projekte haben, wir haben das gesehen in den Vereinigten Staaten, sind unter große Probleme. Sie kriegen weniger finanzielle Hilfe und es ist schwer, am Ende des Tages in die gute Richtung zu gehen. So, es gibt Unterschiede, stimmt. Mein Punkt ist zum Thema Finanzpolitik.
Und hier gibt es eine Konvergenz von großen Parteien weltweit. Und das ist gerade das Problem. So, ich stimme an, dass der Kollege hat eine andere Perspektive genommen und hat gesagt, sehen Sie, es gibt Unterschiede. Ja? Das hängt davon ab, vom Perspektive. Ich nehme hier die Finanzpolitik-Perspektive. Herzlichen Dank. Herr Linus Stampfli hat eine Frage. Herr Linus Stampfli. Ja. Sie haben ja gesagt, dass wir neue Paradigmen brauchen und am Schluss diese Folie gezeigt mit den Maßnahmen. Denken Sie denn, diese Maßnahmen genügen schon? Die sind schon ausreichend? Oder müsste man vielleicht auch vom Wirtschaftswachstum als solches abkommen, auch wenn man beachtet, dass es ja Studien gibt, die aufzeigen, dass sich das Wachstum nicht entkoppelt ist vom Ressourcenverbrauch, ja, und sich diese Signale häufen von der Erde oder von der Natur? Danke für diese Frage. Auch ich hatte nicht Zeit, in diese Richtung zu gehen, aber Wachstum ist in der Tat wesentlich. Anscheinend ist, ich habe nur kurz darüber gesprochen, ich habe gesagt, es gibt ein Paradigma Wachstumsschulden. Ist es wünschenswert, möglich immer zu wachsen für unsere Gesellschaften? Ist es das nicht? Heute Wachstum bedeutet was? Wachstum von Umweltverschmutzung, von Finanzcasino-Wirtschaft, vom Verlust an Biodiversität. Das ist dieses Wachstum. Und dieses Wachstum wollen wir nicht. So, deswegen brauchen wir neue Paradigmen hier. Es ist auch nicht möglich, immer zu wachsen. Man kann die Gesellschaften, es gibt Spezialisten von der Antike hier, es gab auch im Mittelalter, es gab oft drei Phasen, Wachstum, Stabilisierung und Niedergang. Drei Phasen, das ist in der Natur auch für uns als Menschen, für Tieren. Warum gibt es gemäß Fukuyama plötzlich eine Ausnahme mit dem Kapitalismus? Warum? Ich sehe keinen Grund. Ich sehe keinen Beweis dafür. Der Kapitalismus ist keine Ausnahme. Der Kapitalismus hat auch drei Phasen. Wachstum, Stabilisierung, Niedergang. Und heute sind wir direkt in der Niedergang des Kapitalismus. Alle Signale sind auf dem Rot. Umweltverschmutzung, nochmals Verlust an Biodiversität, Finanzcasino-Wirtschaft und so weiter. Deswegen müssen wir hier neue Paradigmen suchen und umsetzen, so schnell wie möglich. Nicht nur für uns, aber für die zukünftige Generation. Herr Sven Meyer hat nochmals eine Frage. Sven Meyer. Dankeschön. Ich hatte noch eine Frage. Thomas Piketty hat in seinem Buch auch vorgeschlagen, eine globale Steuer auf Kapital oder auf das Vermögen aufzusetzen, unter anderem aber auch eine Mikrotransfersteuer. Und eben, es ist auch eines der ihrigen Projekte, diese Initiative zu den Mikrosteuern. Wie vergleichen Sie das, eine globale Steuer auf Vermögen oder eine Mikrosteuer auf kleine Überweisungen? Wissen Sie, wir leben in der Schweiz. So, es ist kompliziert, eine globale Steuer zu umzusetzen von der Schweiz. Was möglich wäre, nur in der Schweiz zu beginnen mit einer Mikrosteuer. So, nur zur Information, es gibt einen Unterschied zwischen Mikrosteuer und Tobin Tax. Die Mikrosteuer, die Initiative, die wir pushen in der Schweiz, entspricht alle Transaktionen, alle. Sie gehen zum Restaurant, Sie bezahlen 0,1%. Der Satz wäre 0,1%. Sie gehen im Bankomat, Sie nehmen 100 Franken, Sie bezahlen 10 Rappen. Sie kaufen Aktien auch. Sie bezahlen mit dem Telefon auch. Mit der Tobin Tax, und das ist wahrscheinlich die Idee von Piketty auch, es ist nur für Finanztransaktionen. Das heißt, wenn Sie nur Aktien oder Währungen kaufen. Mein Punkt und der Punkt der anderen Mitglieder des Komitees ist zu bemerken, dass es schon zu viel Steuer gibt. Ziel ist, das Steuersystem zu vereinfachen. So, Ziel ist, zuerst die Mehrwertsteuer abzuschaffen. Und danach Direktbundessteuer. So, das ist eine andere Logik hier. Eine Frage von Frau Elia Stucki. Ja, also keine Frage. Okay, Entschuldigung, Herr Stucki. ich habe Elia, vor allem. Italienisch, Entschuldigung, Elias.
Ich habe einiger Zeit das Buch von Jean Ziegler gelesen, Warum wir weiterkämpfen müssen. Und da beschreibt er auch, wie eigentlich die Regierung Argentiniens von einem, ich glaube, es war ein Hedgefonds, ein Gaia-Fonds, ja, das nennt er es, in die Knie gezwungen wurde. Und ich frage mich einfach, wenn wir es mit so mächtigen Konglomeraten zu tun haben, wie kann man dann überhaupt dagegen ankämpfen? Also was sind die Mittel? Also wir haben da in einem Beispiel, dass sogar ein ganzer Staat in die Knie gezwungen wurde. Ja. Wissen Sie, es ist paradox. Es stimmt, es gibt mächtige Player hier, diese Hedgefonds, diese BlackRock und so weiter. Was paradox ist, ist, dass es gibt Maßnahmen, die einfach sind und die entsprechen der Interessen von 99,99% der Bevölkerung. Erinnern Sie diese Einkommenverteilung, die ich gezeigt habe, horizontal, vertikal. Und das ist das Paradox hier. Eine riesige Mehrheit der Bevölkerung hat dieselben Interessen hier. Eine ganz kleine Minderheit hat andere Interessen. Aber sie ist sehr mächtig. Alles ist offen. Wie können wir weitergehen? Wir leben in einem Land, in der Schweiz, in welchem es eine direkte Demokratie gibt. Es verlangt lebendige Bürger, die ihre Meinung äußern, die sich äußern, die mit vielen anderen sprechen. Es verlangt Ringvorlesungen, wie heute haben. Es verlangt Diskussionen. Das ist möglich. Alles ist möglich, wenn 99,99% der Bevölkerung mehr oder weniger in dieselbe Richtung gehen möchte. Wenn gerade keine andere Frage ist, von mir her noch zwei, drei Beobachtungen und auch Fragen dazu. Also das eine ist, was mir sehr gefällt und was ich vor kurzem interessanterweise auch bei Platon wirklich gefunden habe, dass man eben Risiken selbst tragen muss. Also er bemerkt das auch schon, dass wenn man eben auf eigenes Geschäft, auf eigene Kasse Geschäfte betreibt, geht man weniger Risiken ein. Ja. Man überlegt sich das ganz genau. Also insofern, das denke ich mir, wäre unheimlich wichtig, dass das wieder erneut irgendwie eintreten würde. Das hatte ich auch damals schon gedacht, eben bei dieser 1:12 Initiative, das hat ja häufig irgendwo dann auch Widerstand ausgelöst, weil man gesagt hat, das ist Sozialneid und so weiter. Nein, das sind ja nur die höchsten Angestellten, die dieser Regel unterwerfen werden sollten und nicht diejenigen, die das mit ihrem eigenen Privatvermögen machen. Und da hätte ich dann auch schon eine Detailfrage dazu, wenn du auch George Soros erwähnt, arbeitet er nicht eigentlich auf eigene Kasse in dem Sinn, auch wenn er die Risiken eingeht. Natürlich ist es sein Hedgefonds. Und da würde ich wieder sagen, das kann man als grenzwertig beurteilen, weil es irgendwie eben Spekulation auf Verluste des Pfundes ist und so weiter. Aber da hatte ich doch auch schon die grundsätzliche Frage, ist es auch in der jetzigen Situation wirklich moralisch verwerflich, auf ein Fallen des Standard & Poor's zu setzen? Das ist anders formuliert, als wenn du sagst, sie spekulieren auf Bankruptcy von verschiedenen Firmen und so weiter. Aber irgendwie das eben mit steigenden Preisen, mit sich senkenden Preisen spekuliert wird, das scheint jetzt mir als Philologe nicht per se unmoralisch. Das ist etwas anderes, wenn das völlig außerhalb jeder Kontrolle passiert und eben mit diesem Hochfrequenz-Trading und so weiter, mit solchen Manipulationen. Also das wäre mal eine Detailfrage, vielleicht, wenn ich die kurz einfach sagen kann und nachher hätte ich noch zwei, drei andere. Gerne. Das heißt, diese mächtigen Institutionen, was sie machen, ist viel mehr Marktmanipulation als Spekulation. Ja. Sie sind in der Lage, die Finanzmärkte zu manipulieren. Ich habe nur ein kleines Beispiel gezeigt mit dieser Hochfrequenzhandel. Also, das heißt, wenn BlackRock investiert, die Finanzmärkte bewegen sich in die Richtung, in welche BlackRock gehen möchte. Und noch ein anderer Punkt. Die Hedgefonds. Mhm. Hedgefonds auch können too big to fail sein. So war LTCM. Mhm. Long-term Capital Management. Mhm. Wurde gerettet. Unglaublich. Es ist offensichtlich anscheinend unabhängig. Privates Geld. Nein, wurde gerettet. Mhm. Heute es ist interessant und unglaublich zu sehen, dass gewisse Hedgefonds in den Vereinigten Staaten nochmals wetten auf die Bankrott vom Unternehmen und Ländern. Aber wenn es nicht funktioniert, was machen die jetzt schon? Sie verlangen öffentlichen Geld. Mhm. Unglaublich. Das ist obszön.
Das ist wirklich obszön, also da bin ich einverstanden. Victor Walser hat eine Nachfrage noch. Ich wollte doch noch mal nachhaken. Also es geht um einen Punkt, der jetzt schon mehrmals aufgekommen ist. Eben, Sie zeichnen einerseits ein sehr, sehr düsteres Bild. Entschuldigung, ich kann nicht gut hören, Entschuldigung. Sie zeichnen einerseits ein sehr, sehr düsteres Bild. Andererseits sind Sie dann doch wieder recht optimistisch, was den demokratischen Prozess angeht. Also zumindest in der Schweiz können wir sagen, ja, wir haben die Volksinitiative. Dann müsste man gleich mal anmerken, ja, die Initiative für gerechte Löhne, Ablehnung, ich habe es nochmal nachgeschaut, 65%, also doch recht heftig. Und wenn man das sieht, soll man sagen, ja, eben 1:12. Wenn man die Zahlen sieht, dann wäre das ja noch eine halbwegs, man kann sich extremere Maßnahmen vorstellen, aber nicht mal in der Schweiz funktioniert das. Jetzt haben Sie hingewiesen, in den USA, die Hedgefonds sind gut diversifiziert in ihren politischen Anlagestrategien. Also da frage ich mich, wo Sie dann überhaupt noch Optimismus herbekommen. Also müsste eigentlich die Konsequenz aus dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, nicht eigentlich der sein, dass ein so fundamentaler Wandel, wie er Ihrer Meinung nach eigentlich notwendig wäre, dass der eben nur außerhalb des bestehenden Systems vor sich gehen könnte. Also ich bin jetzt bewusst etwas provokant, aber wir können ja nicht einfach auf Corona-Krise und nochmal ein paar Naturkatastrophen hoffen und dann darauf zählen, dass die Menschen dann einsehen, dass ein Systemwechsel vonnöten ist, sondern ist die Konsequenz aus Ihren Ausführungen eigentlich nicht ein Aufruf zur Weltrevolution? Das ist jetzt sehr, sehr überspitzt formuliert. Was ich sage, ist, dass wir brauchen neue Paradigmen. Das ist klar. Die Ökonomie, die Gesellschaft heute ist eine Sackgasse. Man muss das verstehen und analysieren und es verlangt neue Lösungen. Und wenn wir nicht, ich hoffe keine neue Katastrophe, wir haben schon genug gehabt. Das ist nicht der Punkt, das habe ich nie gesagt oder gedacht. Es gab schon genug Katastrophen. Wir müssen so schnell wie möglich neue Ideen bringen. Es handelt sich um uns und um die neue Generation. Voilà. Optimistisch, ja, ich glaube, wenn diese Interessen sprechen, nochmal eine riesige Mehrheit der Bevölkerung, man kann nicht nur pessimistisch sein, es gibt Hoffnung, glücklicherweise. Es gab in der Geschichte auch mutige Politiker. Als Roosevelt die Macht genommen hat, er war mutig. Er hat die Banken eine Woche zugemacht, um die Lage zu analysieren. Und danach hat er in 1933 seinen Glass-Steagall-Act entwickelt. Und es hat bis 1999 gedauert, mit viel weniger Bankenkrisen. Nur als Beispiel. Es gibt mutige Politiker auch weltweit. Das ist auch gut so. Ich sage nicht, dass alles schwarz ist. Das habe ich nicht gesagt oder gedacht. Wir brauchen mutige Leute, mutige Bürger, mutige Politiker, mutige Unternehmer und so weiter. Jeder kann seine Rolle spielen hier. Mutige Professoren und so weiter. Jeder kann etwas machen an seiner Stelle, um in die gute Richtung zu gehen. Es gibt viele Leute, die auch die in die gute Richtung gehen wollen. Sie haben verstanden, sobald dass man Kinder hat, Enkelkinder, verstehen, dass es was schief geht jetzt. Man muss Lösungen hier bringen. Es ist machbar. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist machbar. Mhm. Nochmals eine Frage von Herrn und Frau Frischknecht. Also Sie haben relativ klar gesagt, dass große, starke Verschuldung eigentlich Leben auf Kosten zukünftiger Generationen ist. Wie stehen Sie dann zu all diesen Rettungsmaßnahmen aller Staaten gegen die Folgen der Corona-Krise? Ist das ein Fehler in Ihren Augen? Hätte man andere Möglichkeiten gehabt? Ja, ein anderer.
Danke für diese Frage. Wir haben mit dem Mikrosteuerkomitee einen Vorschlag gemacht und geschickt an den Journalisten vor 3 Wochen. Wir haben gesagt, ja, diese Maßnahmen werden weitere Schulden bringen. Es ist falsch. Wir müssen Unternehmen, KMUs, selbstständige Leute helfen. Wie? Mit der Mikrosteuer. So, unser Vorschlag ist 3 Monate Mikrosteuer, ab sofort. Wir nehmen 0,1% auf alle elektronische Transaktionen. Und mit diesem Geld werden wir Selbstständige, KMUs und so weiter finanziell helfen, ohne weitere Schulden zu machen. Voilà, das haben wir gemacht. Wir haben unser Projekt am Parlament in Bern geschickt, ohne wirkliches Echo, nur eine kleine Minderheit war interessiert. Wir haben das geschickt an Journalisten auch. Voilà, so, wir müssen aufpassen mit den Schulden. Besser wäre eine Mikrosteuer. Es gibt viel zu viele Transaktionen weltweit. Finanztransaktionen. Es ist paradox. Die Ökonomie war fast im Stillstand während 1-2 Monate weltweit. Fast, nicht ganz, aber fast. Aber was paradox ist, dass die Finanztransaktionen haben trotzdem riesige Menge Geld gebraucht weltweit. Unglaublich. Paradox Abkopplung zwischen Finanz und Ökonomie. Wie kann es der Fall sein, dass wenn der Ökonomie fast nicht mehr funktioniert, es gibt trotzdem riesige Menge Geld weltweit, die zirkulieren im Auflauf, im Umlauf. Abkopplung, nochmal Wetten und so weiter. So, hier müssen wir hier ist es ein neues Paradigma zum Thema Steuersystem. Wir müssen anstelle von Arbeit oder Konsum besteuern, wir sollten Transaktionen besteuern. Das ist der Punkt. So, das ist eine Idee, es gibt andere. Wir müssen verstehen, dass wir im 21. Jahrhundert sind, in der Zeit der Digitalisierung der Wirtschaft. Und in dieser Zeit es ist es kontraproduktiv, die Arbeit und der Konsum zu besteuern. Was wir besteuern sollen, ist gerade diese Transaktionen. So, ja, in diese Richtung sollten wir gehen. Also auch von mir her auch nochmal eine Frage in die ähnliche Richtung. Denn irgendwo, ich bin wirklich ein Laie auf dem Gebiet, aber einer, der sich sehr stark dafür interessiert. Und seit 2008 leben wir ja eigentlich an den Finanzmärkten in einer völlig absurden Situation. Das war damals der Ben Bernanke, der eben ein Spezialist von 1929 war. Und er hat mit diesem riesigen Fluten der Finanzmärkte begonnen, genau im Bestreben, eine Wiederholung von 1929 zu vermeiden. Und man kann sagen, das zumindest ist ihm geglückt. Aber wir waren bereits jetzt in dieser Überflussphase drin, wie du gesagt hast, deswegen ja negative Zinsen. Und dann kommt diese Krise dazu. Und es werden nochmals Milliarden um Milliarden da hineingepumpt. Das ist irgendwo klar, dass selbst, wie skeptisch man diesem Chicagoer Modell gegenübersteht, das ist längst aus der Kraft gesetzt, ein solches Modell. Und ich persönlich habe jetzt das auch ganz merkwürdig gefunden, dass in einer Phase, in der in Amerika die Arbeitslosigkeit dermaßen steigt, wie das eben nur im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise war, jetzt umgekehrt die Finanzmärkte nach einem ersten sehr scharfen Einbruch fast ebenso scharf wieder nach oben gehen. Ja, das ist wirklich irgendwie eine evidente Abkopplung, es sei denn, man geht davon aus, dass irgendwie jetzt in kürzester Zeit solche Impfungen gefunden werden und wir alle wieder zur völligen Normalität übergehen können, dann wäre es keine völlige Abkopplung. Aber was ich doch schon auch glaube, feststellen zu können, dass in den Ländern eben doch ganz unterschiedlich agiert wird. Also man sieht, wie Frankreich völlig neu sich zu orientieren versucht, wie sie in einem Sinne eigentlich, der doch vielleicht ein bisschen Richtung Mikrofinanzsteuer auch geht, doch jetzt ernst machen wollen mit der Besteuerung der Digitalkonzerne. Denn ich meine, die machen auch in der jetzigen Situation enorm viel Geld. Wir unterstützen im Moment durch diese Übertragung Zoom, denen es immer noch besser geht. Die boomen beim Zoom. Und sie sind nicht die Einzigen. Also das scheint mir evident, dass diese Art der Steuerbehinderung, die von diesen Firmen in den letzten Jahren betrieben wurde, dringend aufgegeben werden muss. Und Bruno Le Maire hat gesagt, also wir werden da so oder so vorangehen.
Insofern gibt es da vielleicht auch gewisse Hoffnungen, währenddem, wenn man eben nach Amerika schaut, unter diesem wirklich doch einfach korrupten Trump-Regime geht das irgendwie immer schlimmer gegen unten. Man liest da von diesem Cronyism, es gibt Widerstand, wie von Richard Reich, dem ehemaligen Arbeitsminister unter Bill Clinton und so weiter. Aber die offiziellen Vertreter der amerikanischen Regierung machen eigentlich genau das, was du ankreidest und eben sagst, das gehe nicht. Aber eben, wie siehst du das? Die Unterschiede scheinen mir schon da. Mir scheint, auch in der Schweiz hat man es mit einem gewissen Augenmaß gemacht, wie man versucht, das abzufedern, was das eben durchaus auch für kleinere Betriebe bedeutet. In Deutschland ähnlich und Frankreich, soweit ich das beurteilen kann, bemüht sich auch nach Kräften, so schwierig das halt ist in dieser Situation. Es stimmt, es gibt verschiedene Maßnahmen weltweit. Und nicht alles ist schwarz. Es gibt Leute, die ehrlich sind und die versuchen, in die gute Richtung zu gehen. Nun zum Thema Frankreich. Bruno Le Maire hat gesprochen. Es sind schöne Worte. Ich erinnere mich, Sarkozy nach der Krise 2008, er hat gesagt, es ist fertig, jetzt wollen wir etwas anderes machen. Es waren schöne Worte. Was wichtig ist, Taten nach den Worten. Und ich hoffe, dass Bruno Le Maire etwas praktisch machen wird. Ich hoffe, mal sehen. Aber wir werden Taten zum Thema Coronavirus, zum Thema globale Erwärmung. Wir erwarten Taten, wir und die nächsten Generationen. Mhm. Die Trump-Administration ist hoffnungslos, aber es gibt Leute, die dort ehrlich sind auch und die korrekt sind. Sie brauchen mehr Macht, diese Leute. Das ist sicher. Mhm. Nochmals in der Schweiz, ich denke, dass die Lage besser ist. Und die sollen davon profitieren, um konstruktive Ideen zu pushen und zu bringen. Ja, die Herausforderungen, die vor uns stehen, die sind sehr groß und eben, wie du auch sagst, die ganze die Klimaveränderungen, das ist ja viel, viel dramatischer, als was wir eben mit Corona hier jetzt doch auch als dramatisch erlebt haben und noch immer erleben. Und gleichzeitig wissen wir dort auch nicht, ob ein Kipppunkt nicht schon erreicht ist und wir da auch wirklich viel zu spät sind. Also da kann man nur hoffen, dass die Maßnahmen rechtzeitig jetzt eben in dieser Situation auch ergriffen werden. Wobei aus meiner Sicht natürlich da schon auch ein liberaler Ansatz notwendig wäre. Man muss das irgendwie mit Incentives auch noch mehr machen als nur mit Vorschriften. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Ja, sicher. Incentives. Ja, es ist immer besser, ja. Ja. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum, von den Studierenden? Sonst, wenn das nicht der Fall ist, schalten Sie sich selber jetzt noch laut, damit wir eben Marc Schöne ganz, ganz herzlich danken für diesen sehr schönen, bereichernden Vortrag. Und ich meine, das wird uns weiterhin sehr intensiv beschäftigen. Morgen Abend zur gleichen Zeit werden wir das Vergnügen haben, mit Angelos Panayotis eine solche Zoom-Live-Schaltung zu haben. Er wird reden zum Thema die Stadt als Bühne, theatrale Selbstdarstellung in der politischen Kultur der nachklassischen Polis. Gleichzeitig werden wir morgen auch den Vortrag von Francis Schönewall ist direkte Demokratie populistisch aufnehmen und dann relativ schnell nachher auch online schalten. Es ist für uns eine Zufriedenheit und ein Gefühl wirklich auch der Beglückung, dass trotz diesen erschwerten Bedingungen wir in diesem Rahmen eben diese Veranstaltung weiterführen könnten. Und ich möchte Ihnen allen, aber eben insbesondere auch Marc Schöne nochmals ganz, ganz herzlich danken für diesen tollen Abend. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir werden uns bald sehen. Das hoffe ich auch. Ja, genau.